Aber die ersten Messergebnisse sagen jetzt schon, dass unsere Prognosen, unsere Hypothesen, die wir hatten, sich erfüllen. Schönes Beispiel, wir haben 2004 eine neue Bioabfallbehandlungsanlage entwickelt. Da steht in Cottbus das Forschungszentrum der GIKON. Und wir haben letztes Jahr den Auftrag erhalten, die Pilotanlage für die Abfallbehandlung von Paris zu bauen. Wir planen jetzt bereits den Höhenwindturm und er wird jetzt in Kürze mit den Bauarbeiten begonnen. Und wir wollen dann im Frühjahr nächsten Jahres den Turm in Betrieb nehmen. So, dann ganz liebe Grüße und zwar aus Schipgau. Hier ist der weltweit größte Windmessmast eingeweiht worden. Absolut schönes Wort. Erstmal heute ein stolzer Tag. Ja, absolut. Ein Meilenstein auch für die Entwicklung unserer Firma auf dem Gebiet. Weil wir können jetzt beweisen, dass was wir früher berechnet haben, aufgrund von einzelnen Messungen vermutet haben, dass wir in diesen großen Höhen doch deutlich höhere Winddargebote haben und dass sich dann auch lohnt, im nächsten Schritt Windkraftanlagen zu bauen, die eine Nabenhöhe von 300 Meter haben. Und vermuten ist schön. Spätestens dann, wenn man eine Finanzierung braucht, muss man Beweise auf den Tisch legen. Und man braucht natürlich die Daten auch, um die Anlagen ordentlich auszulegen. Deshalb ist einfach ein Meilenstein in der Geschichte, sicherlich der Firma. Aber ich wage zu behaupten, auch für die Entwicklung der Windkraft. Um das mal vielleicht zu verstehen, wer sind Sie eigentlich und warum haben Sie diese Idee dann gehabt, ausgerechnet hier in Schipgau? Wer bin ich? Ja, ich bin Verfahrenstechniker, habe dann zu der Zeit Kernenergie studiert, habe dann im Umweltschutz habilitiert und mich nach der Wende selbstständig gemacht und habe alleine zu Hause angefangen. Heute sind wir 500 Mitarbeiter in der Firma, die im Bereich der Anlagenplanung und Genehmigungsverfahren arbeiten. Großprojekte wie Bosch, wie Infineon werden von uns bearbeitet, mehrere Batteriefabriken. Und der Punkt war ganz einfach der, wo wir angefangen haben, mussten wir uns natürlich behaupten. Und wir wollten es nicht nur über niedrige Stundensätze behaupten, sondern wollten zeigen, was wir können. Deshalb haben wir ganz am Anfang schon angefangen, unsere Gewinne in die Forschung zu investieren und haben seit 1992 Forschung betrieben, haben bisher alle Gewinne, die wir gemacht haben, in die Forschung investiert. Und insofern ist das ein Ergebnis. Insgesamt verfügt die GIKON über 100 Patente inzwischen. Und schönes Beispiel, wir haben 2004 eine neue Bioabfallbehandlungsanlage entwickelt. Da steht in Cottbus das Forschungszentrum der GIKON. Und wir haben letztes Jahr den Auftrag erhalten, die Pilotanlage für die Abfallbehandlung von Paris zu bauen. Und das als deutsches Unternehmen. Und das ist das, was uns treibt, letztendlich uns durch Innovationen vom Wettbewerb abzuheben, zu zeigen, was wir können und für sichere Arbeitsplätze und natürlich auch für einen Stolz der Mitarbeiter zu sorgen. Ist auch heutzutage gerade wichtig, dass man eine Anziehungskraft auf Mitarbeiter ausübt und mit solchen Ereignissen hat man natürlich eine gewisse Anziehungskraft. Absolut. Nehmen Sie uns ganz kurz mit, was passiert jetzt hier? Also wir haben heute gehört, Sie haben schon verkündet, in einem Jahr möglichst soll dann tatsächlich das Höhenwindrad entstehen, wo dann wirklich oben ein Windrad sich drehen wird, ganz oben in 300 Metern, das ist ja Wahnsinn. Aber trotzdem werden Sie jetzt ein Jahr lang Messdaten noch weiter sammeln? Ja, also Sie müssen normalerweise eine bestimmte Dauer an einem Standort mit einem Windmessmast messen. Das war auch bisher so. Nur sind die Windmessmasten bisher nur 150 Meter hoch gewesen, weil die normalen Anlagen, die Sie hier sehen, haben Nabenhöhen von 150, maximal 180 Meter. Mehr geht nicht, weil keine Kräne zur Verfügung stehen, um die Turbinen in dieser Höhe zu installieren. Insofern werden wir die Messungen jetzt fortführen. Aber die ersten Messergebnisse sagen jetzt schon, dass unsere Prognosen, unsere Hypothesen, die wir hatten, sich erfüllen. Und wir sind trotzdem, und da sind wir auch der Agentur für Sprunginnovation dankbar, jetzt ins Risiko gegangen, planen jetzt bereits den Höhenwindturm und er wird jetzt in Kürze mit den Bauarbeiten begonnen. Und wir wollen dann im Frühjahr nächsten Jahres den Turm in Betrieb nehmen. Nehmen Sie uns kurz mit, was sind das für Windgeschwindigkeiten, von denen wir reden? Und was kann das jetzt mehr als der normale? Es geht gar nicht so sehr um die Windgeschwindigkeiten. Also wir haben in 300 Meter Höhe vielleicht 1,5 Meter pro Sekunde mehr, also vielleicht von 6 auf 7,5. Das ist gar nicht der entscheidende Punkt, weil je höher der Wind, wenn er zu hoch ist, müssen Sie eher abschalten. Sie kennen das vielleicht, diese sogenannte Pitchstellung, weil es dann auch gefährlich wird. Es geht da mehr darum, dass stetigere Winde sind. Ja, eine normale Anlage hat etwa 25% Volllaststunden. Das ist also, wenn Sie 10 Megawatt Windpark hätten, dann erzeugt das so viel Elektroenergie wie ein 2,5 Megawatt Gaskraftwerk, weil nur 25% Volllast läuft. Und wir werden bei diesen Anlagen jetzt beim gleichen Standort mit einer gleichen Flügelweite auf die doppelten Energieerträge kommen. Das haben auf jeden Fall die ersten Daten gezeigt, ja.
Ganz kurz, wir sehen ganz viele unterschiedliche Geräte auf unterschiedlichen Höhen. Was ist denn da alles, was wird denn da alles noch gemessen? Naja, Wind ist das eine, Windgeschwindigkeit, es werden Temperaturdaten gemessen. Wir haben aber auch eine Reihe von Kameras, ist immer wird auch ein Thema, was diskutiert wird. Vögel, Fledermäuse und ähnliches. Da war auch Umweltminister Vogel. Wichtig, leider kann er nicht teilnehmen, aber mit seinem Grußwort hat er das gesagt. Da sind auch diese Erfassungen mitgemacht werden, um letztendlich belastbare Daten zu haben, was man wirklich für eine Beeinflussung hat und wie letztendlich die Wechselwirkung zwischen den entsprechenden Tieren und den Windkraftanlagen ist. Also insofern sind auch entsprechende Horchboxen und alles mit angebracht, um möglichst Umwelt Einwirkungen umfassend zu erfassen. Was ist denn, wenn diese Daten aber was Negatives ergeben, um vielleicht dann doch einen Bau eigentlich nicht möglich zu machen? Also eines ist erstmal überhaupt der Wind. Die grundsätzliche Frage bewahrheitet sich, dass ich in diesen Höhen deutlich höhere Erträge habe. Das ist jetzt belegt und es wird noch über den Rest der Zeit weiterhin belegt. Und damit ist der Punkt eigentlich gegessen. So, die Frage letztendlich, Fledermäuse, irgendwelche anderen Vögel, ist immer standortbezogen. Es gibt natürlich eine Frage, bis in welche Höhe gehen Fledermäuse und ähnliches. Aber am Ende muss ich das ohnehin dann standortbezogen betrachten. Da muss ich Erkenntnisse an jedem Standort sammeln. Wir gehen hier davon aus, dass wir keine negativen Ergebnisse bekommen, schon weil hier auch andere Windkraftanlagen schon stehen, die übrigens alle von uns geplant worden sind. Dadurch haben wir auch über mehrere Jahre hier schon entsprechende naturschutzfachliche Untersuchungen gemacht. Aber ja, wenn es denn entsprechend sich negativ ergibt, dann ist es kein geeigneter Standort für eine Windkraftanlage. Heißt aber nicht, dass die Technologie nicht geeignet ist. Sehr gut. Letzte Frage vielleicht auch zur Zusammenarbeit mit der Politik, mit den Gemeinden vor Ort und so weiter. Wie ist die Erfahrung hier tatsächlich? Man hört ja immer wieder, ja, die Planungsverfahren, die stehen uns eigentlich im Weg, aber wenn ich jetzt höre, Mensch, im besten Fall nächstes Jahr, dann sieht das ja hier relativ gut aus. Ja, also muss man ganz einfach sagen, ich hatte es ja auch vorhin in der Ansprache schon gesagt, beginnt vom Bürgermeister über den Landrat bis zum Land, aber auch hier Bundespolitik, man sieht, der Staatssekretär Kellner ist mit dabei, haben wir volle Unterstützung und es funktioniert auch nur so. Ja, und das setzt natürlich bis hin zur Bevölkerung. Am Ende nützt es nichts, wenn nur die Politik unterstützt. Auch Bevölkerung kann natürlich Vorhaben blockieren. Aber hier haben wir einfach ein Umfeld. Ist aber in der gesamten Politik, vor allem mit dem Bürgermeister gelungen, die Bevölkerung auch mitzunehmen. Die Bevölkerung eigentlich merkt, hier wird das für sie getan, hier wird es mit ihnen getan. Sie können davon partizipieren. Und sie sind nicht nur der Energielieferant für wen auch immer. Und haben letztendlich statt der Kohle jetzt die Solaranlagen vor der Nase. Also hier wird tatsächlich ein innovativer Meilenstein eigentlich für die Next Generation von Windkrafträdern gesetzt, oder? Auf jeden Fall. Nicht nur für die nächste Generation, sondern vorhin ist ja schon gesagt worden, ich kann diese Windkraftanlagen als zweite Etage in vorhandene Windparks bauen. Und was Sie vorhin selber schon sagten, durch den wesentlich stetigeren Wind bin ich in der Lage, in der Kombination von Solar, Normalwind und Höhenwind nah an Grundlastkraftwerke heranzukommen. Das heißt, ich kann dann wirklich mit grüner Energie eine Grundlast erzeugen. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wir wollen die Energie erzeugen, sondern wir wollen eigentlich neue Produktionsstandorte, die mit grüner Energie versorgt werden. Das heißt, die grüne Energie soll eigentlich Mittel zum Zweck sein. Wie ich vorhin schon sagte, die grüne Energie ist die neue Kohle. Ja, früher ist die Kohle in die Lausitz, entschuldige, die Industrie, der Kohle nachgezogen, in die Lausitz, nach Bitterfeld, ins Ruhrgebiet. Und was wir jetzt schaffen müssen, ist, dass die Industrie der grünen Energie in die Lausitz nachzieht und wir nicht die Energie irgendwo hinliefern, wo sich die Industrie ansiedelt. Und das ist eine Frage der Fairness gegenüber der Bevölkerung.